Um mich herum wird jünger mit Gewalt. Vielleicht werde ich doch langsam alt, hat Reinhard May mal gesungen. Da war er gerade mal 43 und klang überhaupt nicht alt. Überhaupt diese Stimme, die scheint ja kaum zu altern. Heute allerdings haben wir seine Stimme nicht gehört. Heute hat er sich der Öffentlichkeit nicht gezeigt. Er mag den Rummel nicht. Dabei ist heute nicht irgendein Tag. Reinhard May wird heute 80. Über den Wolken. Über 60 Jahre hält der Hobbypilot nun schon die Lufthoheit beim deutschen Chanson. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Gestartet ist er wie viele seiner Generation in kleinen Berliner Clubs wie dem Go In. Die 11x-13 war meine Passion. Das große Glück war, dass ich ihn irgendwann bei einer Tournee durch Frankreich und Spanien mit Ulla Meinecke und Maurenbrecher war er dabei. Mit unseren Bands haben wir Reinhard kennengelernt. In Frankreich feierte May als Frédéric Erfolge. Der Aufstieg hierzulande gelang ihm mit solchen Liedern. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt immer wieder Pannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf. Aber glücklicherweise wurde er Liedermacher, schrieb über 500 Songs, gab über 1300 Konzerte, ein Künstler der feinsinnigen Art und Publikumsliebling. Zumindest habe ich auch die ganz feste Überzeugung und auch den Willen, die Zuneigung wert zu sein, die mir die Menschen entgegenbringen. Er ist bescheiden, sehr bodenständig, starker Familienmensch und ich glaube, er hat eine Menge Lebensfreuden. Ich liebe dich. Getragen von der Liebe zur Musik, zu seiner Familie, seinen drei Kindern, von denen eines viel zu früh starb. Mit einem großen Herzen für Menschen, Hunde und Berlin. Reinhard hat erstmal ein Herz. Wirklich ein warmes Herz. Er hat uns auch mal geholfen. Und er ist einfach der besten Kollegen, die ich kenne. Ich wollte Freiheit, grenzenlose Weite. Und keine Schranken in unserem Lebensraum. Er ist die große Stimme der Vernunft, die alles in Zweifel zieht, aber trotzdem den Zusammenhalt sieht zwischen den Menschen. Reinhard May schafft es immer wieder, ganze Romane zu erzählen in 3 Minuten. Manchmal sind es auch etwas mehr. Aus den Fenstern dringt Gelächter und der Abend senkt sich wie ein Mantel. Ein Alltagsphilosoph, der gute Mensch aus Frohnau mit einem Freund aus Klado, Klaus Hoffmann, den er Bruder nennt. Es ist so anrührend, ein so großes Geschenk, diesen Typen bis heute zu begleiten und er mich. Gute Nacht, Freunde. Das Lied, mit dem das Berliner Duo Inga und Wolf Millionen Platten verkaufte und Wolf sich dafür jetzt brav bedankt. Herzlichen Glückwunsch. Und mein wohlverdienter Dank. Noch einmal ein Griff zurück und nach vorn. May bleibt der Mahner gegen Krieg. Nein, seine Söhne gibt er dafür nicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Reinhard May hat mir mal erzählt, dass er öfter die Abendschau guckt, deshalb nochmal ausdrücklich herzlichen Glückwunsch. Und wenn Sie noch mehr von ihm sehen und hören wollen, 22 Uhr gibt es hier bei uns die schönsten Lieder von Reinhard May. Und jetzt?